Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich zu meinem HTML5-Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt in der 11. Lektion angekommen. Ein eigenes Video einfügen ist unser Thema. Immer an dieser Stelle der Hinweis, unter www.html5.wlan.at hast du zusätzliches Übungsmaterial und kannst auch genau nachlesen, was ich dir jetzt hier in diesem Video beschreibe. Gehen wir also in die 11. Lektion. Und hier haben wir schon wiederum das HTML-Grundgerüst. Und die Neuheit hier in dieser Lektion ist dieser sogenannte Video-Tag. Dieser Video-Tag wird hier eben geöffnet und hier geschlossen. Und hier gibt es eben noch weitere Einstellungen, die man berücksichtigen muss. Das Video, das eingebunden wird, hat eine bestimmte Breite und eine bestimmte Höhe. Breite von 320 in diesem Fall und eine Höhe von 240. Dann Controls, gleich Control steht dafür, dass hier auch Bedienelemente eingeblendet werden. Das heißt, man kann Stopp, man kann Play und dergleichen mehr. Und das Tolle an diesem Video-Tag ist jetzt ab der Version HTML5, erst ab dieser Version gibt es ja diesen Video-Tag, dass man Videos viel einfacher einbinden kann als früher. Früher musste man einen eigenen Media-Player einbinden, einen Flash-Player zum Beispiel, wenn man eine Flash-Datei abspielen wollte. Und jetzt ist es so, dass die Browser von sich aus Videos schon abspielen können. Nur leider ist es so, dass es eben sehr viele verschiedene Browser gibt. Das wäre für sich genommen ja noch nicht schade, aber schade ist, dass man sich nicht darauf geeinigt hat, welches Videoformat, das heißt in welchem Format diese Video denn vorhanden sein müssen, dass man sie abspielen kann. Also gibt es hier manche Browser, die jetzt nur ein bestimmtes Format unterstützen, wie das OGV-Format zum Beispiel, und andere wiederum nur das MP4-Format. Damit eine Webseite aber tatsächlich von allen Browsern gut dargestellt werden kann, deine Videos überhaupt abgespielt werden können, musst du dein Video in zwei verschiedenen Formaten anbieten. Mindestens im MP4-Format, im OGV-Format oder auch im sogenannten WebM-Format, das jetzt Google unterstützt. Aber hier habe ich mich auf das MP4-Format und das OGV-Format jetzt einmal konzentriert. Und schauen wir uns mal am besten gleich ein Beispiel an. Diesen Quelltext habe ich jetzt hier dann eingebunden. Und hier haben wir im Firefox diesen Videoplayer. Wenn ich jetzt hierher gehe, kann ich hier ganz Seitendarstellung machen. Und er spielt es dann so ab, wenn ich dasselbe dann in einem anderen Browser, wie zum Beispiel dem Google Chrome, darstelle. Schaut das dann so aus, also wie ein anderes Ansehen. Jeder Browser zeigt es ein bisschen anders da. Momentan kann man zum Beispiel hier im Google Chrome dieses Video nicht auf Vollbild darstellen, was im Firefox an und für sich funktioniert. Das heißt, ich kann das im Ganzen vorstellen. Der Quelltext ist dasselbe, den ich eben dann hier vorhin schon dir vorgestellt habe. Punkt ist der, dass hier im Firefox das Ganze im OGV-Format momentan abgespielt wird und im Chrome im MP4-Format. Deswegen ist es wichtig, hier diese Videodateien auch einzubinden. Beide Formate nehme ich hier mit Source, SRC, dann hier der Pfad zur Datei und dann hier den Type des Videos dem bekannt zu geben, dass auch dann der Browser weiß, worum es sich jetzt hier handelt. Ja, und das Ganze hier wieder in der nächsten Zeile für das Format OGV. Wenn du ein Video hast und es aber nicht im MP4 oder OGV-Format hast, ist das kein Problem. Es gibt nämlich die kostenlose Software X-Media Recode. Da gelangt man daher und da kann man sich dann kostenlos eine Version herunterladen. Hier wiederum eine installierbare Version oder eine Version, die man auf dem USB-Stick installieren kann. Ich habe das Ganze, nämlich das Herunterladen und vor allem das Konvertieren mit X-Media Recode in einem Video beschrieben. Das kann man hier bei YouTube sich dann anschauen. Da kannst du es ganz rasch, siehst du dann, wie man dann diese Videos konvertieren kann, aber auch wie man zum Beispiel Sound konvertieren kann. Das heißt, aus einer Videodatei kannst du dann auch nur rein den Sound dir dann behalten. Ja, also noch einmal der Videotag. Und darin gibt man dann innerhalb des Videotags dann den Pfad zur entsprechenden Mediendatei an. Man sollte zwei Formate anbieten, das MP4, das OGV-Format momentan. Und ich würde dir empfehlen, hier herunten die Aufgabenstellungen durchzuarbeiten, damit du einfach noch sicherer bist in der Benutzung dieses Videotags.